Hallo und herzlich willkommen zum neuen Cocktailkurs-Stream hier bei Drin geblieben. Frisch aus dem Woods, diesmal mit einem etwas neuen Titel On Air und einer tollen Kursreihe, die uns jetzt erwartet. Mit einer akademischen Minute Verspätung quasi geht's heute los mit wieder drei wunderbaren Cocktails. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin auch wie die letzten Male, wie ihr es wahrscheinlich noch kennt, nicht alleine hier. Mit dem Marc bin ich da, der heute auch einfach mal aus der Box heraus hier mitmixt. Und Matthias wieder an der Kamera und gefühlt alle Technik auf einmal. Im Chat beantworten euch wieder Anka und René auch alle möglichen Fragen. Also fragt gerne, seid live mit dabei und habt vor allem Spaß gleich in der nächsten Stunde. Ja, wir fangen an heute wieder mit einem eher leichteren Cocktail, der nicht allzu viel Vorbereitung braucht. Wer sich die Box geholt hat, hat da schon alle Zutaten drin. Wer einkaufen war, auch super, hat hoffentlich jetzt Tequila zu Hause. Eine Grapefruit-Limonade. Welche Marke ist da egal? Ich habe hier die Thomas Henry Grapefruit. Und Limetten. Ich habe schon mal ein bisschen vorgepresst hier. Ja. Kann aber natürlich auch bei euch einfach eine frische Limette sein. Das ist auch alles, was ihr eigentlich für diese schöne mexikanische Limonade sozusagen braucht, eine Paloma. Ich hoffe, ihr habt die Sachen halbwegs griffbereit und wenn ihr mögt, fangen wir auch direkt quasi damit an, damit ihr da schon was zu trinken in der Hand hat. Für den Cocktail braucht ihr natürlich noch ein Glas und Eis. Am besten Eiswürfel, lieber grobe Eiswürfel, ist immer einfacher mitzuarbeiten als Crushed-Eis oder sowas, sehr schnell wegschmelzt. Im Zweifel geht aber auch das dafür. Bei der Paloma wollen wir es sehr einfach und simpel halten. Im Prinzip ist das so die Art, in Mexiko Tequila zu trinken, wenn man es mal nicht kräftig haben möchte, sondern sehr entspannt. Ein bisschen vergleichbar, wer sich an Mojito erinnert, wie in Kuba, die Limonade der Mojito ist sozusagen, das ist hier unsere Paloma. Die Basis kommt ein Tequila, in der Regel ein ungelagerter Tequila, also ein Blanco Tequila. Nicht zu verwechseln mit einem Tequila Silver oder sowas, die in der Regel keine hundertprozentigen Tequila sind, sondern Mischgetränke. Davon brauchen wir für unsere Paloma, wie wir sie hier mixen, 45 Milliliter. Dazu Limettensaft, das Ganze pressen wir frisch aus gleich und eben Grapefruit-Limonade. Wer will, kann da auch noch ein kleines bisschen Salz zu tun. In Mexiko mag man es salzig, ist aber kein Muss hierbei. Ich muss dazu sagen, die Grapefruit-Limonade ist ein Hauptgeschmacksgeber tatsächlich. Deswegen, wenn ihr eine andere habt, kann das auch direkt ein ganz anderes Getränk machen. Ist aber nicht schlimm. Das Ziel ist ungefähr dasselbe. Wir wollen was Erfrischendes, leicht Bitteres, aber vor allem auch Fruchtiges haben. Hier die Thomas Henry Grapefruit, die ist relativ sauer, eher auf der frischeren Seite und so. Da brauche ich auf jeden Fall nicht viel Limette gleich. Die Limette ist eher so ein bisschen auszubalancieren, wenn das Ganze sehr süß ist. Hier eine weiße Grapefruit, das Ganze geht natürlich auch mit einer Pink Grapefruit. Wenn ihr keine Limonade da habt oder so, kann man das Ganze auch ein bisschen simulieren mit ausgepresster frischer Grapefruit und Sprudelwasser und dann ein bisschen Zucker noch ergänzen. Ich nehme jetzt erstmal ein Glas raus. Man kann Paloma, also als klassischen Longdrink Highball kann man sagen, schön in einem Highball, also in einem hohen großen Glas auch machen. Man kann aber auch ein kleineres, einfaches Glas nehmen. Ziel ist es, keep it simple, kann man sagen. Wir wollen keinen großen Aufwand nehmen, also nehmt das, was wir gerade da haben. Ich nehme jetzt mal... Für Marc stelle ich so ein schönes Highball-Glas parat und ich selber nehme hier ein Marmeladenglas. Marc, du musst auf jeden Fall gleich noch was pressen, glaube ich. So, jetzt muss ich noch mal kurze technische Schwierigkeit. Ich bin nämlich heute derjenige, der sozusagen die Box, die teilweise Zuschauer von euch und Gäste von uns in den letzten Tagen hier bei uns eingekauft und mitgenommen haben, mit allen wichtigen Zutaten, wie zum Beispiel dem Tequila, direkt richtig gegriffen, und beispielsweise den Limetten, von denen der Simon gerade erzählt hat, wo ich jetzt ein bisschen arbeiten muss. Wir haben es diesmal so gemacht, dass ich mehr oder weniger derjenige bin, der es so tut, als wäre ich bei euch zu Hause, also mit wenig Vorbereitung und wenig Vorinformation. Und lasst mich vom Simon ein bisschen leiten, sodass ihr vielleicht noch mehr Infos bekommt für die Ingredienzien, die ihr in eurer Box habt.
heißt für mich ein bisschen weniger arbeiten, auch gut. So, los geht's. Limette können dann nebenher quasi noch pressen. Davon kommen, je nachdem wie süß oder sauer ihr es haben wollt, gleich so etwa 1 bis 2 Zl ins Glas. Deswegen fangt am besten auch mit den anderen Zutaten an. Also ich würde mit Tequila gleich anfangen. Davon nehme ich 45 Milliliter. Ich messe das Ganze hier mit meinem Barmaß, auch Jigger genannt, ab. Wenn ihr sowas zu Hause nicht habt, könnt ihr auch einfach ein Pintchen nehmen oder sowas und da ein bisschen, Entschuldigung, der Skalierung folgen. Wenn die auf 2 CL skaliert sind, dann eben zweimal das Ganze und noch ein kleines bisschen für den extra Schluck sozusagen. Simon, wie viele Limetten soll ich denn pressen dafür? Das kommt immer drauf an, ist so die schöne Antwort da. Weil Limette, die fallen super unterschiedlich aus. Du nutzt hier eine Mexican Elbow, ist eigentlich das beste Instrument, was man dafür nehmen kann. Geht aber auch mit einem normalen, wie nennt man das, so eine Handsaftpresse heißt es, glaube ich, offiziell auch. Im Prinzip ist in einer Limette irgendwas zwischen 1 und 5 CL drin. In der Regel sagt man so 2-3 CL sind in einer Limette drin. Sprich, eine ganze presst man vorsichtshalber mal. Den Rest kannst du gleich beim nächsten Cocktail noch gebrauchen. Also schadet gar nicht, da was zu viel zu pressen jetzt. Alles klar. Ja. Erledigt. Ja. So, dann auch für Marc. Am besten den Tequila schon mal ins Glas tun. Du hast auch nur Pintchen da. Das schöne Equipment habe ich mir gelassen. Und im Zweifel einmal nachgucken, wenn du es nicht mitgehört hast. 45 Milliliter Tequila kommen dann ins Glas. Wer ein bisschen aufgepasst hat, es darf quasi die Hälfte der Flasche sein. Und wenn man alleine mixt, ein bisschen mehr. Also wenn ihr die Zutaten habt und mir einfach vertraut, dann kann man auch jetzt schon gerne die 2 CL Limettensaft mit reintun. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, eine andere Limonade zum Beispiel habt, dann packt die lieber am Ende noch rein, damit ihr ein bisschen abschmecken könnt und dadurch die Säure besser balancieren könnt. Ich habe jetzt meine 2 CL schon reingetan, Marc kann das auch gerne schon machen, weiß ja, was drin ist. Und dann kann auch schon das Eis ins Glas, wenn es denn will. Bei Eis bräuchte ich dann Hilfe. Super, so danke. Gut waren wir da nicht vorbereitet, dass ich auch noch für Marc einen Eisbehälter rausgeholt habe. Bisschen arbeiten musst du ja auch noch. Ja. So, und dann fehlt noch eine Sache, unsere Grapefruit-Limonade. Da reichen etwa 100 Milliliter. Wie bei vielen Longdrinks kann man natürlich auch mehr dazu tun, allerdings ist dann der Charakter des Longdrinks oft schon weg und man hat von der Spirituose nicht mehr allzu viel in der Basis über. Ich gebe jetzt mal, wir brauchen es ja nicht, eine zweite Flasche aufzumachen, meine zweite Hälfte einfach mal einen Mark weiter. Das Ganze verrühre ich nur ganz leicht, das geht entweder mit so einem Barlöffel, wie ich das hier habe, geht aber auch mit dem Stiel von einem normalen Löffel, Kochlöffel. Wenn ihr es eh selber trinkt, im Zweifel nimmt den Finger. Marc hat sogar abgemessen. Noch besser, ich habe das mit dem Augenmaß gemacht. Ein kleines bisschen verrühren an der Stelle dann noch. Wunderbar. Und fertig ist unsere Paloma. Zum Wohl. Cheers. Was hältst du davon? Tatsächlich sehr erfrischend. Wobei, dieses Mal, wenn ich nicht alles von dir Kredenz bekomme, dann sind natürlich Fehler unvermeidlich. Entsprechend habe ich, glaube ich, ein bisschen viel von der Säure jetzt reinbuxiert in das Getränk, aber das ist gar nicht so schlimm, weil Säure macht natürlich auch Erfrischung. Und deswegen ist es definitiv sehr, sehr erfrischend, aber beim nächsten Mal würde ich vielleicht vorsichtiger mit der Säure umgehen.
Genau, deswegen lieber da im Zweifel nochmal ein bisschen rantasten und Stück für Stück die Säure ergänzen. So. Schadet bei dem Getränk nicht. Fertig ist unser erstes Getränk. Ich hoffe, ihr seid schon am Genießen oder bereitet gerade noch zu. Stellt auf jeden Fall gerne Fragen, wenn ihr die habt. Jetzt ist auf jeden Fall Zeit, während ihr das genießt, dass ich mal ein bisschen was erzähle. Und zwar haben wir letzte Woche mal keinen Kurs gemacht, uns eine Woche Pause gegönnt. Wir haben direkt mit der Schließung der Bars quasi angefangen hier die mit den Kursen und wollten das Ganze nun mal ein bisschen besser strukturieren und um ein schönes Format für euch hier zu haben, auch für die nächsten Wochen. Also wir werden den ganzen Sommer über diese Kurse weitermachen. Alle 2 Wochen gibt es einen klassischen Kurs, wo wir 3 hier vermutlich immer zusammen sind und euch mit 3 tollen Cocktails bespaßen zu Hause, die ihr wie immer dort selbstständig mixen könnt, euch die Zutaten selber besorgt oder eben mit einer Cocktailbox von uns arbeitet. Die Cocktails haben nicht unbedingt ein festes Thema, passen aber immer gut zusammen, so dass wir einfach eine vielseitige Auswahl haben dabei. 8 Termine, immer mit 2 Wochen Abstand. Da bleibt natürlich noch was über. Und zwar in der Woche dazwischen haben wir immer noch ein kleines Spezialprogramm vor. Also auch nächste Woche Freitag gibt es bei uns einen Kurs. Da aber links mit einem Special-Thema sozusagen. Also das Atelier Aperitif machen wir nächste Woche mit einem schönen Food-Pairing mit der Leonie. Und auch da sind wir für euch da und mixen was Schönes hier live vor der Kamera, aber eben auch mit was zu kochen dabei. Für die Wochen danach könnt ihr euch noch auf viele tolle, spannende Sachen freuen, wie in einem Tasting haben wir geplant, aber auch ganz andere Geschichten. Wir wollen mal Gäste hier haben, sobald das wieder sinnvoll und möglich ist und haben dementsprechend noch einiges für euch vor. Ja. An der Stelle erstmal gucke ich gerade mal rüber, ob Fragen aufgetaucht sind oder ob ich einfach noch ein bisschen weiter erzählen kann in Ruhe. Ich muss dich ein kleines bisschen unterbrechen. Und zwar, wir haben ja jetzt die einfache Variante gemacht. Wir haben jetzt sozusagen die Grapefruit von einem Zulieferer, nenne ich ihn jetzt einfach mal, genutzt. Es gibt ja verschiedene Grapefruits, wenn ich denn mal bei meinem Gemüsehändler des und Obsthändler des Vertrauens nachfrage. Ich glaube, weiße und pinke, wenn ich mich nicht vertue. Macht das irgendeinen Unterschied im Geschmack? Hast du da irgendeine Empfehlung, was man da nehmen würde? Es ist auf jeden Fall ein großer geschmacklicher Unterschied, welche Grapefruit man nimmt. So. Tendenziell ist eine Pink Grapefruit ein bisschen süßer, ein bisschen fruchtiger durchaus. Die weiße Grapefruit bringt ein bisschen mehr Bitter, ein bisschen mehr Säure vor allem mit. So. Und entsprechend sind in der Regel auch die Limonaden eher in die Richtung. Ich muss sagen, auf dem Markt kenne ich nur eine weiße Grapefruit-Limonade und alle anderen sind in der Regel pink. Und auch noch gut gezuckert so. Aber ja, wenn ihr das Ganze frisch macht vom Markt sozusagen, würde ich eher tatsächlich zu der Pink Grapefruit empfehlen und dann lieber gar keinen Zucker hinzufügen, als dass ihr die weiße nehmt und dann doch vielleicht ein bisschen Zucker dazu nehmen müsst. Okay, spannend. Frage beantwortet? Auf jeden Fall. So. Kann man die dann vielleicht auch direkt zur Dekoration benutzen? Also normalerweise haben wir immer schöne Deko auf den Getränken. Bei der Limonade kann man vielleicht auch darauf verzichten. Was würdest du sagen? Das würde auf jeden Fall gut funktionieren. Also allein für die Nase so eine schöne Zeste von der Grapefruit würde gehen. Aber es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten. Also mit einem Rad von der Limette, von der Grapefruit zu arbeiten geht. Oder eben auch, ich habe mich gerade schon verhaspelt, eine Limette, wenn man allein nur eine frische Note haben möchte. Geht auch. Sehr gute Idee, ja. Limette merke ich mir. Cool. Ja, ich würde sagen, vielen Dank. Ja, zum Wohl weiter. Fragen sind bisher keine? Nein, das ist bisher, ja, wir starten ja gerade erst rein. Ne? Gut, ja. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in den Chat und wir beantworten die so gut wir können, beziehungsweise natürlich nicht ich, sondern der Simon, aber ich darf ihn fragen. Sehr schön. Ja, wie immer gilt natürlich auch, wir freuen uns total, wenn ihr Fotos macht oder sowas, uns verlinkt bei Instagram oder uns die zuschickt und alles. Ich freue mich immer so ein bisschen mitzubekommen, wie das zu Hause bei euch läuft, ob ihr auf dem Balkon seid, mit wem ihr zusammenmixt. Jetzt dürfen ja 2 Haushalte auch zusammen immerhin oder verboten ist ja eh nicht ganz, es ist nur jetzt auch nicht mehr nicht empfohlen. Das richtig ausgedrückt? Egal. Ja, auf jeden Fall freue ich mich über euren Input, über euer Feedback, wie ihr das hier fandet, wie ihr die Cocktail-Auswahl fandet und findet. Ihr werdet auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch schon die nächsten Streams einsehen können, sodass ihr euch ein bisschen darauf vorbereiten könnt, was so kommt. Und das Ganze, was jetzt hier läuft, findet ihr natürlich auch weiterhin auf drin geblieben zum einmal nachmixen, nachschauen. Wenn ihr die Box noch holen wollt, geht das auch im Nachhinein natürlich. Und ihr findet das Ganze auch in Zukunft auf unserem YouTube-Kanal. Hochgeladen. Im Anschluss mehr oder weniger. Ich weiß nicht genau, wie schnell sowas geht.
Dann würde ich sagen, gehen wir gemütlich zum nächsten Cocktail über. Ihr könnt vielleicht, während ihr euren Drink genießt, schon mal langsam die Zutaten bereitstellen und herholen. Dann nehmen wir uns ganz viel Zeit, um den zu mixen, weil wir wollen es auch nicht übereilen hier. Wir arbeiten hier mit Alkohol, sprich, wie immer, trinkt bitte verantwortungsvoll und natürlich auch nur, wenn ihr schon das Alter dafür erreicht habt, dass ihr das dürft. Und wenn wir euch zu schnell machen, könnt ihr im Anschluss ja das Ganze nochmal angucken und den dritten oder von mir aus auch den zweiten Cocktail dann einfach nachmixen. Beim zweiten Cocktail kann ich auch nochmal ein bisschen mehr erzählen. Da ist der Pisco Sour gleich dran. Ein klassischer Sour, vom Stil her auch ein sehr bekannt gewordener Drink, der, wie der Name schon verraten lässt, eben mit Pisco in der Basis gemacht wird. Ich nehme hier den Basol Pisco, ist ein peruanischer Pisco. Pisco ist tatsächlich wie ein Cognac oder wie auch Cachaça zum Beispiel ein namensrechtlich geschütztes Produkt, wo sich zwei Länder so ein bisschen streiten, würde ich nicht sagen. Sie sind sich einig geworden, aber beide meinen so das Land des Piscos zu sein. Und zwar Peru und Chile sind es da, die beide ein etwas abweichendes Stil des Piscos haben und beide sehr tolle Produkte hervorbringen. Und zwar hier in dem Fall aus Peru, war so eine der größten Marken da. Peruanischer Pisco ist immer ungelagert, aber ruht für 3 Monate mindestens. Das Wichtige dabei ist, bei dieser Art der Lagerung darf keine Geschmacksveränderung im Pisco passieren. Also nicht diese übliche Holzlagerung, wie man das von Whisky oder auch Rum kennt, sondern das Ganze soll einfach nur zum Ruhen des Produktes sein, damit man ein gleichbleibendes, stetiges, gutes Produkt da hat. Das zum Pisco. Pisco an sich ist ein Traubenmostbrand, also gehört im Prinzip zu der Gattung wie Cognac auch, der aber eben in Fässern gelagert wird und aus der Cognac kommt. Heißt das so? Cognac? Champagner? Und wie da in Frankreich, so ein Gebiet auf jeden Fall. Und das mit Champagner. Außerdem so ähnlich auch wie Grappa oder der deutsche Weinbrand, hier Asbach Uralt und sowas einzuordnen ist. Allerdings im Gegensatz zu Cognac und Weinbrand sind eben durchaus sehr gelagerte Produkte, die diese holzigen Noten mitbringen. Pisco hat da immer was Fruchtigeres und ist auch auf Mostbasis. Ja. Darf ich da einmal einhaken, Simon? Gerne. Und zwar, gute Freunde von mir haben aus Bolivien mir einmal einen Singani mitgebracht, als sie mehrere Monate da unterwegs waren. Die sind wahrscheinlich heute Abend auch live im Stream dabei und erinnern sich an die schöne Zeit zurück. Das war, glaube ich, auch eine Art Pisco, wenn ich mich recht erinnere, nur aus Bolivien eben. Kennst du dich, hast du da irgendeine Info drüber? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich Singani noch nie selber getrunken habe und wahrscheinlich auch gar nicht richtig ausspreche. Das wäre so das dritte im Bunde, was wirklich dem Pisco noch am nächsten kommt. Danach dann mit ein bisschen Abstand kommt der Grappa, würde ich sagen. Singani hat eben im Gegensatz zu Peru und Chile, hat Bolivien da nicht bei dem Namensrecht gewonnen, mitgemacht, wie auch immer, oder wollte es gar nicht, bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ein ähnliches Produkt, was auch auf Traubenmostbasis eben basiert und eben auch diesen fruchtigen Charakter mitbringt. Spannend, weil wir haben nämlich genau dann die Pisco Sours aus dem Singani gemacht, den ich wahrscheinlich auch nicht richtig ausspreche. Und die waren auch sehr, sehr köstlich. Aber ich bringe die Flasche demnächst mal mit, da ist noch ein bisschen was drin. Da bin ich gespannt. Ja. Können wir vielleicht mal live testen hier auch. Ja, sehr gute Idee. Quasi schon mal eine Idee für eines der Zwischenstreams. Ja, wieder zurück zum Pisco Sour, würde ich sagen. Wie gesagt, arbeiten wir hier mit einem peruanischen, daher ungelagerten Pisco, der sehr viel Fruchtig-Noten mitbringt, nicht ganz so viel Süße. Es ging ja auch mit einem chilenischen Pisco, der im Gegensatz immer gelagert ist, mindestens 3 Monate und in der Regel eben auch in Eichenfässern oder anderen Fässern, die Geschmack abgeben. Da redet man dann auch von verschiedenen Gattungen, die dann allerdings nach dem Alkoholgehalt eingestuft werden und gar nicht so nach der Lagerzeit. Also ein Pisco Reservado hat zum Beispiel 38% mindestens und hat gar keine festgelegte Lagerzeit. Beim Pisco Sour generell haben wir neben dem Pisco Limettensaft drin. Ich habe wieder hier vorgearbeitet. Außerdem Zuckersirup, einfach ein Läuterzucker. Den haben wir schon öfters verwendet. Man kann auch Rohrzuckersirup nehmen, theoretisch, den es im Handel zu kaufen gibt. Aber ein relativ geschmacksneutraler Zucker ist hier das Richtige. Außerdem brauchen wir Ei. Bei einem Pisco Sour, wie bei vielen klassischen Sours, verwenden wir Eiweiß.
wer jetzt sagt, Ei, frisches Ei möchte ich nicht nehmen und so, da gibt es mittlerweile zum Glück auch gute Alternativen. Wir haben abgesehen, also Eiweiß macht einfach einen schönen Schaum auf das Getränk nachher, sodass wir den Geschmack vom ganzen Cocktail länger auf der Zunge haben. Eiweiß ist an sich geschmacksneutral, hygienisch mittlerweile auch ziemlich einwandfrei und daher verwende ich das auch super gerne im Cocktail. Man braucht ungefähr ein halbes Eiweiß für einen Cocktail, also wenn man direkt zwei mixt, dann kann man das ganze Ei nehmen, nur das Eigelb besser vorher entfernen und ein Spiegelei draus machen. Ja. Es gibt auch noch Alternativen. Wer aus irgendwelchen Gründen das Ei nicht nehmen will, kann entweder den Saft von Kichererbsen aus der Dose einfach nehmen. Hat einen ähnlichen Effekt, allerdings einen leichten Eigengeschmack. Wie manche Leute sagen, nicht keinen schlechten, insofern vielleicht sogar noch förderlich sogar für den Cocktail, aber funktioniert auf jeden Fall auch wunderbar und im Zweifel kann man danach noch Hummus draus machen aus den Kichererbsen. Und es gibt auch mittlerweile gekaufte Produkte, hier dieses Feefoam, Schaum, macht genau dasselbe, ist auch vegan auf irgendeiner Algenbasis und macht Schaum im Cocktail, nichts anderes. Auch da geschmacksneutral. Ich bin immer eher für die natürlichen Produkte, aber das ist auch eine schöne Alternative. Marc, möchtest du Ei oder Feefoam? Wenn du das Ei nimmst, dann nehme ich doch mal den Feefoam. Sehr gerne. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Alle Zuschauer und Gäste, die sich die Box bei uns abgeholt haben, durften ja auswählen, ob sie das eine oder das andere haben wollen. Ja. Zwischen Kichererbsen dem genau, und dem Ei. Genau. Ja. Und ich versuche jetzt mal die dritte Variante. Sehr gut. Die Kichererbsen stehen da vorne, da kommen wir gerade nicht dran. Ja, deswegen, ich trenne jetzt erstmal mein Ei. Ich hoffe, das kriege ich hin. Das ist, die Kamera geht jetzt gerne auf Marc. Und, ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Ja, nicht das Ei trennen. Okay. Also morgens beim Spiegelei klappt das immer ganz gut, aber da ist auch keine Kamera dabei. Jetzt bin ich doch hier in der Küche gelandet quasi. Ne? Wolltest extra eine Bar aufmachen. Ja. Gut, das übe ich dann für nächstes Mal irgendwie vorher. Ich arbeite sonst in der Bar immer mit pasteurisiertem Eiweiß. Das hat den Vorteil, dass man das A so kaufen kann und mir ein bisschen Arbeit erspart. Und B, ich habe hier quasi einen Eierbecher. Und B schon in einer einheitlichen Konsistenz ist und ich das eben nicht noch mit Arbeit trennen musste. Das ist jetzt ein, dieser Eierbecher, da fasziniert mich gerade sehr. Tatsächlich könnte man auch so viele Omelettes gar nicht essen, wie dann Eigelb übrig blieben, wenn alle Eiweiß-Cocktails von uns per Hand getrennt würden. Ganz genau. Zum Glück habe ich eine Pfanne hier, dann gibt es nämlich gleich noch Spiegelei. Sehr gut. Ja. So, ich habe mein Eiweiß jetzt hier getrennt. Davon brauche ich gleich, wie gesagt, für einen Cocktail nur in etwa die Hälfte. Wenn ihr zu Hause direkt zwei macht, könnt ihr das auch komplett dann verwenden. Ja. Außerdem brauche ich für meinen Pisco Sour 50 ml vom Pisco. 30 ml von dem Limettensaft und 20 ml vom Zucker. Ich serviere den Cocktail am Ende ohne Eis. Das heißt, wählt lieber ein kleines Glas, eine kleine Schale oder wer schon mal zugeschaut hat, kennt das, die schöne Kaffeetasse, die kleine. Marc kriegt von mir jetzt eine schöne Cocktailschale und ich nehme meine Kaffeetasse hier. Vielen Dank. Der Cocktail wird geshaked, deswegen braucht ihr jetzt was zum Shaken noch dazu. Gerne, wenn ihr habt, einen Cocktailshaker irgendeiner Art, entweder hier den zweiteiligen Tintin-Shaker oder, ich kam ihn mal raus, meinen schönen dreiteiligen Shaker hier. Es gibt allerdings auch diese Shaker, die zum einen Teil aus Glas bestehen, zum anderen aus Metall und dann in der Gegend mit einer Gummiummantelung, sogenannte Boston-Shaker, das könntet ihr natürlich auch nehmen. Oder ihr behelft euch ein bisschen mit anderem Equipment, wie zum Beispiel einer Tupperdose oder Marc nimmt hier ein schönes Marmeladenglas. Wichtig ist, dass ihr eine gewisse Füllmenge habt. Ich sag mal so 500 ml wäre schon ganz gut, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das Glas ist genau an der Grenze, was Marc da benutzt. Und dass ihr das Ganze gut verschließen könnt. Also mit einem Deckel am besten drauf. Zum Shaken gleich kurz. Ihr werdet gleich alle Zutaten in den Shaker packen, dann das Ganze fest verschließen. Eben das Marmeladenglas, den Shaker oder ähnliches, fest in beide Hände nehmen und immer kräftig vor und zurück. Versucht dabei, das Eis auf einer Höhe zu lassen.
das hat meiner Meinung nach zumindest den Vorteil, dass ihr nicht so viel Kraft braucht, um das Eis immer hoch gegen die Erdanziehung zu schleudern und wieder runterfallen zu lassen, sondern dass ihr schön auf einer Ebene arbeiten könnt, was irgendwann eine ganz elegante, schöne, rhythmische Bewegung wird. Das zum Shaken. Im Anschluss braucht ihr noch ein Barsieb oder irgendein Sieb, um die Flüssigkeit vom Eis zu nehmen, sagt man dann. Also ihr habt dann Zutaten und Eis im Shaker, könnt dann entweder ein Barsieb hier reinlegen oder wenn ihr ein Marmeladenglas habt, den Deckel, ich greife mal zu dir, Marc, hier, den Deckel hier einfach leicht schräg drauf halten und im besten Fall noch mit einem kleinen Sieb dazu arbeiten, wie diesem Teesieb hier. Das geht natürlich ganz genauso mit der Tupperdose, wo man den Deckel am Ende dann ein bisschen schräg hält und nur wenig Flüssigkeit durchhält. Hintergrund ist, man möchte das Eis nicht im Cocktail mit drin haben, weil das Ganze sehr schnell verwässert. Es wurde ja schon zum Shaken benutzt, ist sehr kräftig geschlagen worden, schon relativ warm geworden und würde sehr schnell Wasser in den Cocktail dann bringen, zumal wir den Pisco Sour eben ohne Eis trinken möchten. So, wenn an der Stelle keine Fragen sind, würde ich sagen, legen wir los mit dem zweiten Cocktail. Vielleicht seid ihr auch schon soweit, ansonsten, also ich habe noch nicht ausgetrunken. Ausgetrunken? Ansonsten müsst ihr später nochmal zurückspulen, würde ich sagen. Ausgetrunken ist ein, ja, das ist eine Herausforderung. Bleiben wir mal bei einem kleinen 15% Schluck. Sehr schön. Wir müssen ja auch noch arbeiten hier, ihr zu Hause glaube ich nicht. Deswegen, legen wir jetzt los. Nehmt euer Barmaß oder Pintchen oder anderes zum Abmessen. Und los geht's mit 50 Milliliter vom Pisco. Vorführeffekt. Außerdem dann 30 Milliliter Limettensaft. Ich habe euch gar nicht Zeit gegeben zum Pressen, aber ihr seid ja auch alle erwachsen. Hoffe ich zumindest. Im besten Fall hat Marc noch was. Ansonsten muss er jetzt noch mal was pressen. Und ich nehme währenddessen schon mal meine 20 Milliliter Zuckersirup. Und dann ein halbes Eiweiß. Das mag ich nach Augenmaß. Ich shake gleich mit Marc zusammen, deswegen warte ich noch ein Minütchen. Hab auch für euch die Zeit zu Hause. Wichtig nochmal gleich, dass den Shaker dann voll machen mit Eis. Wenn ihr ein Behelfsequipment nehmt, wie zum Beispiel die Tupperdose, lasst ein bisschen Luft oben drin, damit ihr Platz habt, dass sich das Eis auch bewegt. Durch einen Shaker habt ihr automatisch durch das Gegenstück den Platz da drin. Sprich, der kann ruhig voll gemacht werden mit Eis. Bei der Tupperdose, dem Marmeladenglas, dem Sportshaker oder was ihr zu Hause verwenden wollt, muss man eben ein bisschen Luft da drin lassen. Dann fange ich schon mal bei mir mit dem Eis an. Dafür wäre ich jetzt auch soweit. Sehr schön. Ich nehme das einmal ab hier. Dankeschön. Wer den Kichererbsensud verwendet, davon so etwa 1 cl, vielleicht 1,5 cl mit in den Shaker tun. Bei dem Fee-Foam reichen da ein paar Tropfen. Das ist jetzt hierbei gemein, weil der Tropfer bei der Flasche da nicht mehr drauf ist. Oh je. Deswegen, du kannst, ich würde dir da einfach einmal helfen mit einem Barlöffel. Also etwa 5-6 Tropfen vom Fee-Foam reicht, wenn ihr das zu Hause habt, für den ganzen Cocktail, um den schaumig zu machen. Deckel ist drauf, kräftig zu. Ich teste nochmal bei meinem Shaker, ob der auch hält. Nehme den fest in beide Hände, selber mit dem Marmeladenglas und los geht's mit dem Shaken.
man merkt, dass das fertig ist, dass es sehr kalt ist. Und dann am besten noch mal ein bisschen länger machen, erfahrungsgemäß. Beim Marmeladenglas sieht man direkt schön, wie schaumig das Ganze ist. Bei mir sieht man aber auch den Schaum schon im Shaker mit drin, ungefähr. Ja. Und jetzt Vorsicht beim Abseihen, richtig? Genau, wenn man das Ganze jetzt noch mal ein i-Tüpfelchen geben will, dann kann man das, bevor man das ins Glas schüttet, nochmal ins andere Shaker-Teil werfen, nennt man das dann, um nochmal ein bisschen mehr Sauerstoff, also kleine Luftbläschen, in den Cocktail zu bekommen. Das möchte ich natürlich auch probieren. Ich leg mal das Mikro ab, Moment. Mit Marmeladenglasdeckel sogar. Und dann kann das Ganze schön in euer Glas geschüttet werden. Jetzt haben wir hier eine richtig schöne Schaumschicht drauf. Der Geschmack legt sich schön auf die Zunge drauf und hält den ganzen Cocktailgeschmack quasi lange im Mund. Man spricht halt von einem schönen Mundgefühl. Auch hier im Glas sieht man es wunderbar, die schöne Schaumschicht oben drauf. Dann würde ich sagen, sieht wirklich super aus. Zum Wohl, Marc. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl an euch da draußen. Wer schon das ein oder andere Mal einen Pisco Sour getrunken hat, sagt jetzt vielleicht, Moment, fehlt da nicht was? Ja und nein. Man kann bei einem Pisco Sour auch noch mit kleinen Bitters arbeiten, Geschmacksverstärkern kann man sagen. Bei einem peruanischen Pisco Sour kann man sehr gut mit Chuncho Bitters arbeiten. Die kommen aus Peru und sind eigentlich extra dafür gemacht und haben so eine würzige, erdige Note eigentlich mit dabei. Bei chilenischem wird oft auch Angostura anstatt dessen genommen, auch so ein Bitter oder sogar Zimt, um so eine fruchtige Note, nochmal eine würzige Note eben in die Nase zu bekommen. Das hier wäre zum Beispiel Angostura und da macht man dann wirklich tropfenweise eigentlich oben drauf. Ist aber kein Muss. Sieht aber schön aus. Und da ich auch großer Angostura-Fan bin, Simon, bitte ich um 2-3 Tröpfchen bitte. Dann bekommst du die auch. Super, vielen Dank. Das war jetzt nicht so schön vorgemacht, aber naja. Tatsächlich reagiert ja auch der Schaum von dem Freeform etwas anders als der Eiweißschaum. Da hast du vollkommen recht, ja. Das hat mich schon gewundert, warum das bei dir so zurückgeht und bei mir nicht. Ja. Jetzt habe ich eine Schwäche des Freeforms festgestellt. Nochmal zum Wohl. Kleine persönliche Geschichte zum Angostura. Mhm. Mein Vater nimmt tatsächlich immer 1-2 Tropfen auf sein Vanilleeis davon. Das schmeckt wohl auch sehr, sehr lecker. Sehr gut. Klingt auch spannend. Ja, Angostura ist ein sogenannter Cocktailbitter. Ist in dem Fall tatsächlich der Eigenname der Marke. Es gibt auch ein Land-Angostura, es gibt einen Angostura-Baum, der eine Rinde hat, die klassisch dafür verwendet wird. Tatsächlich bei diesem Angostura nicht, aber bei vielen anderen Angostura. Das Angostura schmeckt trotzdem etwa nach dieser Rinde und ist halt ein bitter, würziges Cocktailbitter. Hat auch relativ viel Alkohol mit 46-47%, meine ich so aus dem Kopf. Und wird in der Regel wirklich tropfenweise nur verwendet. Ich kenne auch 1-2 Kollegen, die das gerne komplett als Sour trinken, also 5 cl davon verwenden. Das ist allerdings schon sehr aufwendig und auch ziemlich hochpreisig, weil wir da eher über Literpreise von 150 Euro oder sowas reden. Also sehr spannend. Ja, ich hoffe, ihr seid einigermaßen mitgekommen bisher und euch macht es wieder Spaß zu Hause. An der Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen, wieder an drin geblieben, dass wir so lange jetzt schon mitmachen können, dass so ein tolles Programm da auf die Beine gestellt wird. Und ich habe heute den Post gesehen, 1000 Beiträge gibt es da jetzt schon. Also herzlichen Glückwunsch auch dazu, zu allen, die mitmachen und so viel Kultur nach Hause bringen. Möchte ich uns jetzt gar nicht unbedingt zu einschließen, Kultur. Ich sehe uns immer noch als Spaßveranstaltung hier, wobei auch irgendwie das natürlich Kultur ist. Deswegen auch danke da nochmal an drin geblieben. Und ich freue mich, dass so viele wieder dabei sind und ihr uns so schön Feedback gibt immer.
Gibt es zwischenzeitlich Fragen? Fragen tatsächlich gerade keine akut, glaube ich. Ich bekomme nur immer wieder ein paar Fotos von Freunden, die mir von ihrem Wohnzimmer oder ihrer Küche aus schreiben und Fotos schicken. Das immer weiter her damit. Also super, mega, macht Spaß. Sehr gut, ein bisschen Bargefühl quasi für hier. Ganz genau, so dass wir ein bisschen Gemeinschaft schaffen können, auch wieder hier im Wutz. Und ja, wir freuen uns sehr, euch hoffentlich bald wieder auch hier treffen zu können. So, jetzt werde ich fast ein bisschen melancholisch. tatsächlich kann ich aber noch eine Info durchgeben, und zwar Cognac kommt tatsächlich aus der Stadt Cognac, beziehungsweise den umliegenden Weinanbaugebieten. Danke. Entsprechend ganz einfach. Ich war nicht mehr ganz sicher, Gebiet, Stadt, was auch immer. Da kommt man manchmal durcheinander. Hauptsache, die Cocktails schmecken. Ganz genau. Ja. Ja, mittlerweile haben wir einiges ja im Programm für zu Hause quasi und nicht mehr nur die Cocktailboxen, mit denen wir mehr oder weniger angefangen haben und unsere Liquid Dinners, abgefüllte Cocktails oder was auch immer. Wir haben seit heute, also quasi um 8 Uhr startet das Ganze, auch zusätzlich noch ein Tasting für zu Hause im Angebot. Also eine kleine Box wieder, wo ihr Spirituosen mit einer kleinen Videounterstützung von uns zu Hause tasten könnt. Könnt euch natürlich gerne auch das Video anschauen und die Sachen selber holen. Habe ich auch nichts gegen, freut mich sogar. Nur wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr zum Beispiel diese 5 Gins, mit denen wir heute starten, mögt, ist das doch die Gelegenheit, das Ganze als Paket zu holen. Heute starten wir erstmal mit Gin, wie gerade schon im Nebensatz gesagt. 5 Stück gibt es dann mit 3 Tonics dazu, entweder für 1 oder 2 Personen als Paket zu holen. Und ab 20 Uhr gibt es dafür auch ein kleines Video bei YouTube sozusagen, wo ihr euer Tasting zu Hause dann mit begleiten könnt oder euch einen Vorgeschmack holen könnt, was euch dann so erwartet. Das Ganze wird es dann im Laufe dieses Monats, Richtung Ende des Monats, auch noch mit Whisky geben. Rum ist auch schon geplant und wahrscheinlich noch viele weitere Pakete. Genau, wir freuen uns in jedem Fall, wenn ihr uns abonniert bei unserem Woods Cologne Channel auf YouTube, und da kommen bestimmt ganz viele neue andere Videos in den nächsten Wochen, egal ob wir hier erstmal alleine sind oder mit Gästen auch. Genau. Ja, ich hoffe, es schmeckt euch zu Hause und ihr seid noch fleißig am Mixen oder am Trinken und genießt auch die Zeit. Nichtsdestotrotz werden wir gleich schon weitergehen zum dritten Cocktail. Aber auch hier nochmal der Hinweis, es ist gar kein Problem, der Stream ist im Anschluss verfügbar. Das hat jetzt mal ein Stündchen ungefähr gedauert, heute vielleicht ein bisschen schneller auch. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich nachmixen, diesen dritten Cocktail auch. Da gibt es auch wieder viel zu erzählen, vor allem zum sagenumwogenen Falernum. Das ist ungefähr die häufigste Frage, die wir ja im Wutz gestellt bekommen. Was ist eigentlich Falernum? Und, oder wer ist eigentlich Falernum, ist es meistens, glaube ich. Und das deswegen auch für alle einmal hier. Falernum ist ein karibischer Likör, kann man so sagen. Ich habe kein schönes Etikett, weil wir das Ganze selber machen. Können eigentlich mal Etiketten dafür machen, aber ja, das hier ist ein bisschen schöner zumindest, was ihr in der Box habt, wenn ihr die zu Hause habt. Ja, Falernum gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt mittlerweile bestimmt ein Dutzend Hersteller am Markt, die ich kenne, die Falernum produzieren. Wir stellen es halt selber her, deswegen es gibt keinen einheitlichen Geschmack, kann man nicht sagen. Es gibt kein einheitliches Rezept. Was die Gemeinsamkeit ist, es ist gefühlt ein Tiki-Cocktail schon mal im Glas. Also das Tiki-Gefühl schlechthin. Es ist eigentlich immer mit Mandel, verschiedenen karibischen Gewürzen, aber auch so weihnachtlichen Gewürzen, kann man fast sagen. In der Regel mit Säure, in der Regel Limette und Fruchtlikören drin. Also da kann Kardamom drin sein, Piment oder sowas als Gewürze. Es ist, wie gesagt, schon fast ein kleiner Cocktail und wirklich sehr herausragend dann im Cocktail. Bei dem Cocktail, den ihr gleich macht, den Korn Neu, also den wir gleich machen, sind tatsächlich ziemlich wenig Zutaten, weil eigentlich ja schon fast alles im Falernum mit enthalten ist. Man kann auch noch schöne andere Drinks damit machen. Es gibt den Royal Bermuda Yacht Club, einer meiner Lieblingsdrinks. Dann fällt mir gerade kein klassischer Drink mehr mit Falernum ein, aber vielleicht kommt das noch. auf jeden Fall ein wunderbares Produkt, ein wunderbarer Geschmacksgeber eigentlich in jedem Cocktail. Also Varianten von einem Daiquiri kann man damit wunderbar machen. Oder auch von unserer Karte arbeiten wir bei dem Woodstock damit. Ein schöner, fruchtiger, leichter Cocktail. Tatsächlich, für alle, die den Falernum zu Hause haben, ich kann nur empfehlen, da einfach mal eine lange Nase von zu nehmen, weil der riecht wirklich ganz außergewöhnlich und sehr, sehr exotisch und sehr lecker. Der ist ja tatsächlich, sage ich mal, einer der Grund,
Grundzutaten, die in diesen klassischen Tiki-Cocktails ja auch drin sind und diesen besonders würzigen, leckeren, fruchtig-exotischen Geschmack machen. Deswegen freue ich mich auch sehr, diesen Cocktail jetzt zu machen, den ich noch nie getrunken habe, von dem ich heute das erste Mal gehört habe, so richtig. Und der scheint ja unfassbar einfach zu sein. Also ich habe große Hoffnung, dass das für die Minibar zu Hause sein könnte, vielleicht in Zukunft. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja, ein kleiner Schlenker mache ich nochmal, bevor wir anfangen. Ist mir gerade nochmal eingefallen. Ich wollte eigentlich nochmal einen Hinweis geben, was man sonst mit einer Paloma und so machen kann auch. Nochmal einen Gedanke zurück. Ich hoffe, das passt euch gerade trotzdem. Man kann auch natürlich immer Cocktails variieren und wir haben auch in unserer Karte davon das eine oder andere gemacht. Paloma ist da ein schönes Beispiel von. Für einen sehr außergewöhnlichen Cocktail in unserer Karte, den ich gerne mal in die Kamera halte, und zwar den Agave Oreganum. Allein schon vom Namen fällt er ein bisschen aus dem sonst sehr märchenlastigen Kartenmenü hier, und ist tatsächlich vom Grundgedanken sehr ähnlich wie eine Paloma. Wir haben hier Tequila in der Basis, wir haben dieselbe Grapefruit-Limonade genommen. Tatsächlich funktioniert das nur mit der ganz gut, weil die relativ sauer eben ist und relativ bitter und leicht und nicht ganz so süß. Und dazu haben wir eine andere Säurequelle genommen, die eher europäisch ist und eben nicht die karibische Limette. Wir haben Balsamico genommen. Das Ganze hat halt eine ganz andere Note, dadurch ist es sehr, sehr intensiv. Da kann man quasi mit der Pipette von den Mengen arbeiten, sonst ist es direkt zu kräftig. Und dazu gibt es noch ein bisschen Oregano als Kräuternote. Also eine ganz schöne Variante, da, wo man dran sieht, man kann das Rezept, die Struktur sehr stark beibehalten. Also Grapefruit ist immer noch im Vordergrund, Tequila immer noch die gute Basis und trotzdem ein ganz anderes Produkt daraus schaffen. Trotzdem für euch war das natürlich der klassische Drink und ich habe den auch gerne hier wiederholt, weil der Drink Paloma an sich auch immer wieder ein tolles Erlebnis ist. So, kleiner Exkurs, gehen wir wieder zurück, wo wir gerade eigentlich waren, zum Corn and Oil. Corn and Oil ist ein gerührter Drink. Je nachdem, wen man fragt, muss man dazu sagen. Manch einer baut den auch einfach im Glas und macht es sich einfach. Ihr braucht eigentlich nur zwei Zutaten, und zwar den eben genannten Falernum. Und Rum. Rum nehmen wir hier einen Barbados-Rum, und zwar den Rum 66. Corn Oil ist tatsächlich mehr oder weniger das Nationalgetränk aus Barbados, kann man so sagen. Also vielleicht nicht Nationalgetränk, aber ein sehr bekannter Cocktail, der das Land geprägt hat. Oder besser gesagt, der Cocktail ist geprägt durch das Land. Deswegen nehme ich auch gerne den Rum aus diesem Lande. Es empfiehlt sich sehr, einen würzigen, gelagerten Rum zu nehmen, der aber auch irgendwie weiche Noten hat und eine gewisse Süße mitbringt. Deswegen der Rum 666, 6 Jahre gelagert, finde ich, passt da wunderbar. Viele nehmen da auch gerne Gosling, diesen Navy Seal Rum da, ein eher süßlicher, fast dickflüssiger Rum, der aber auch was würzig ist mit Esternoten so, also aus Jamaika, was mitbringt. Das funktioniert auch. Viele nehmen auch gerne einen Guyana Rum, also was Würziges, auch in eine ganz andere Richtung nochmal, auch das funktioniert gut. Wenn man klassische Rezepte zum Corn Oil nachguckt, findet man da oft auch noch andere Produkte drin. Limette habe ich hier auch in Klammern mit angegeben, sage ich gleich noch was zu. Und auch hier Angostura optional. Angostura wäre dann, wenn der Gewürzgeber, der den Rum sozusagen ein bisschen ergänzt, hier der Falernum bringt aber schon alles mit, was wir eigentlich brauchen an Würze. Weil der so intensiv ist, brauchen wir das nicht. Limette oder manchmal auch Zucker braucht man eigentlich nur, um den Falernum nochmal ein bisschen auszubalancieren. Wenn der Falernum eh schon darauf abgestimmt ist, von Süße und Säure, sollte das eigentlich passen, ohne noch Limette zu ergänzen oder Zucker. Tendenziell sind Falerni eher ein Tick zu süß. Deswegen habe ich optional mal angegeben, dass man auch ein bisschen Limette noch ergänzen kann. Das machen wir optional auch heute. Je nachdem, wenn es eher süß mag, braucht er die gar nicht zu ergänzen. Wenn das ein bisschen frischer, säuerlicher noch mag, können da so 10 ml Limette noch dazu. Das zu den Inhalten. Genau, vielleicht, ja, gerne. Mal. Vielleicht kannst du dem Angostura noch mal kurz erzählen. Du hast ja jetzt gerade eine kleine Flasche in der Hand. Ja. Wir haben jetzt nicht in jedem Cocktailset, in jeder Cocktailbox so einen kleinen Schuss reingemacht aus Gründen. Genau. Und genau, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Also Angostura habe ich bewusst in dieser Box rausgelassen und auch gar nicht offensiv angeboten, sage ich mal. Hintergrund ist einfach, weil unser Falernum eigentlich dafür schon wie gemacht ist. Deswegen, ich würde es mit dem Falernum jetzt nicht empfehlen, noch mit reinzumachen. Wenn ihr einen gekauften Falernum verwendet und zufällig Bitters wie Angostura da habt, könnte man die jetzt auch noch verwenden, ja.
Und dann würde ich davon ein bis zwei Dash nehmen. Oder wenn ihr so eine Tropfflasche habt, 4-5 Tropfen. Super, danke schön. Dann nehme ich gerade nochmal einen Schluck von dem Pisco Sour zwischendurch, um startklar zu werden. Wenn wir jetzt den Cocktail rühren, dann brauchen wir ein Behältnis zum Rühren. Am besten ein rundes, weil man darin besser rühren kann. Ihr könnt auch gerne ein größeres Glas nehmen, wie Marc das zum Beispiel da vorne hat. Oder ich nehme hier mein Rührglas eben, was genau dafür darauf ausgelegt ist. Es geht aber auch ein Shaker unter Oberteil oder sowas. Was nicht so gut geht, erfahrungsgemäß, ist eine eckige Tupperdose zum Beispiel. Oder ein Marmeladenglas, wo haben wir es von eben? Was so, schön achteckig ist oder so. Dann ist es zumindest sehr laut und lässt sich auch nicht ganz so gut rühren. Deswegen ein etwas breiteres Glas funktioniert gut und am besten eben rund. Also die Tupper-Messbecher funktioniert auf jeden Fall auch dabei. Ich habe hier zum Beispiel von Großmuttern sozusagen ein Einwegglas. Ich vermute, das ist im letzten Jahr hergestellt Großmutter worden. Großmutter, aber was im Handel zu. Genau, richtig. Aber tatsächlich ist das sehr gut geeignet, weil es schön groß und rund ist vor allem und man viel Platz hat, um Dinge reinzutun. Zum Beispiel auch zwei Cocktails gleichzeitig zu machen beispielsweise. Vom Glastyp empfehle ich euch gleich wieder einen Tumbler irgendeiner Art. Es geht zum Beispiel auch wieder mein schönes berühmtes Marmeladenglas hier. Also ein eher niedrigeres, eher breiteres Glas. So ein Whisky-Tumbler, Old-Fashioned-Glas, sowas in der Art funktioniert sicherlich auch. Das stelle ich auch Marc schon mal parat hier. Vielen Dank. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Kontroverse. Kontroverse will ich gar nicht sagen eigentlich. Man findet auch oft, dass das Ganze auf Crush-Eis serviert wird. Es ist ein sehr geschmacksintensiver, kräftiger Drink, deswegen an der Stelle darf man wirklich das Schmelzwasser bekommen, wenn man möchte. Es geht auch ohne, wir machen es jetzt ohne Crush-Eis, aber das wäre durchaus ein Drink, den man quasi direkt im Glas bauen kann und einfach auf das Crush-Eis die Zutaten gießt und dann leicht verrührt. Wir machen das jetzt separat, also Eis, frisches Eis kommt ins kleine Glas und ins große Glas zum Rühren auch ordentlich Eis. Das fange ich jetzt hier schon mal an. Einmal frisches Glas ins kleine Eis, ja? Kleines Eis ins frische Glas. Und dann schon mal Eis in euer Rührglas oder Rührbehältnis. Und jetzt zu den denkbar einfachen Zutaten. Wir brauchen 50 Milliliter vom Rum. Genau, der sieht in eurer Box so aus. 50 Milliliter. Genau. Kommt sofort. Und 40 Milliliter vom Falernum. Auch da gehen die Verhältnisse, die Rezepte meilenweit auseinander. Ich lese gerne auch mal 60 Milliliter Rum und nur 10 Milliliter Falernum. Ja, kann man auch direkt gut trinken, glaube ich, aber schmeckt bestimmt auch gut bei gutem Rum. Aber wir mögen es hier gerne ausgewogen, wobei ich halt Freund bin von nicht ganz halb-halb, weil es dann wirklich sehr in die süße Richtung geht. Wie gesagt, kann meiner Meinung nach bei unserem Falernum hier die Säurequelle ganz wegbleiben, weil ich aber eher so der säuerliche Mensch bin, werde ich dann nochmal 10 Milliliter, also ein klein wenig, ergänzen. Jetzt habe ich mir das Wortspiel mit dem sauren Menschen gespart. Was ist da los? Ich werde aber auch ein bisschen Säure reinmachen, das klingt nämlich tatsächlich sehr spannend. So, wenn die Zutaten alle drin sind, geht's ans Rühren. Ich hoffe, ihr habt einen Rührapparat, irgendeine Art parat. Entweder eben einen schönen Rührlöffel oder einen großen Rührlöffel. Ich nehme jetzt mal den großen Rührlöffel hier. Das geht auch. Denn dafür gehe ich Marc mal meinen Rührlöffel. Dann musst du nicht den kleinen Löffel nehmen. Und verrühren den ganzen Cocktail schön. Kann ruhig kräftig gerührt werden. Weshalb wir hier rühren und nicht shaken, ist einfach, dass wir diese Luftblasen, das Fluffige im Cocktail gar nicht brauchen. Aber die Zutaten trotzdem schön vermengt haben möchten und Schmelzwasser in den Cocktail bringen möchten. So, ich würde sagen, das reicht bei mir zumindest.
Tatsächlich, Simon, konnte ich bis vor 3-4 Wochen noch gar nicht rühren, aber seitdem du mir das hier oft so oft gezeigt hast und ich das häufiger zu Hause nachgemacht habe in der letzten Zeit, bin ich doch jetzt einigermaßen versiert. Ja. So, jetzt brauchen wir wieder ein Bar-Sieb oder ein anderes Sieb, zum Beispiel mit einem großen Teesieb, wie das hier bei Marc der Fall ist, kann man auch so ein bisschen umgekehrt arbeiten und das Sieb einfach direkt reinhalten und so das Eis weghalten. So herum geht erfahrungsgemäß nicht so gut dabei, weil das einem aus der Hand rutscht. Ihr könnt aber auch wieder den Deckel drauf machen oder einen Behelfsdeckel. Die Eiswürfel sind jetzt ja nicht so klein zerschollen wie beim Shaken eben, sprich es ist deutlich einfacher, die Eiswürfel fernzuhalten davon. Ich habe auch schon Leute hier mit einer Zange hantieren sehen oder so, aber das ist dann eher advanced. Wie die Nudeln ausgießen, nur mit dem Deckel. Wäre das kein Respekt. Und dann kann das Ganze einfach auf die Eiswürfel ins Glas gegossen werden. Für die Optik ließ ich nochmal was umrühren. Marc hat auf jeden Fall den schwereren Part jetzt, aber das scheint ja gut zu klappen. Ich dachte, wir machen das so, damit wir ein lustiges Video gleich haben, aber hat jetzt nicht geklappt. Es tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen und mich persönlich zu schützen vor lauter Spott und Häme. So, das ist schon unser Cocktail. Es ist total einfach, aber ich garantiere einfach mal, dass es euch auch sehr gut schmecken wird, weil es einfach ein wunderbares Produkt ist mit dem Falernum hier. Und Corn Oil, ein wunderbarer Cocktail damit. Cheers. Zum Wohl, mein Lieber. Jetzt hatte ich für die ersten zwei Wows gar nicht das Mikro im Mund. Wow, also wie gesagt, ich bin Fan vom Falernum, aber das ist, also so einfach habe ich glaube ich noch nie einen Cocktail gemacht, das ist ja eigentlich ein besserer Longdrink. Wahnsinn, also wenn ihr das gerade trinkt, Prosit, ich finde es super lecker. Stimmt, per Definition, zwei Zutaten müsste man jetzt eigentlich sagen, es ist ein Longdrink, aber der Falernum an sich ja schon so viele verschiedene Zutaten mitbringt, also ich kann es gar nicht ganz aufzählen, möchte es auch nicht ganz verraten, aber wir haben verschiedene Liköre drin. Ein Rum aus Haiti und ein Rum aus Jamaika mitverarbeitet im Falernum für die würzigen Noten und ganz viele Gewürze und Mandelsirup und Limettensaft. Also das ist schon ein eigener Cocktail sozusagen. Ich glaube, dann darf es auch jetzt als Cocktail genannt werden, hier fungieren. Also für das Geschmackserlebnis definitiv. Du hast aber gerade perfekt in meine erste Frage übergeleitet und zwar warum, und das kam gerade im Chat, wir den Falernum nicht in der Bar verkaufen oder ob man den vielleicht bei uns käuflich erwerben kann. Ja, nennen wir es mal Berufsgeheimnis. Nein, theoretisch ist das auch möglich, aber wir stellen das halt alles händisch her und müssten für einen Verkauf da tatsächlich mal an einen offiziellen Abfüller gehen, der uns das unter den richtigen Voraussetzungen auch in großen Mengen produzieren kann. Wenn man das Ganze jetzt so kaufen möchte bei uns, müssen wir da leider einen hohen Betrag für nehmen, weil das Ganze wirklich teuer ist. Ja, und ich weiß auch, wie lange du an einem so einem Liter sitzt. Genau. Tatsächlich, bis du alle Sachen richtig zusammengemischt hast, entsprechend. Aber kommt und gerne so häufig, so, wie ihr könnt, hier vorbei und trinkt köstliche Cocktails das mit Falernum auf jeden Fall. Ja, das war der letzte Cocktail für heute. Ich rede nochmal zwei, drei Minütchen, damit wir noch Gelegenheit haben, Fragen zu sammeln. Da könnt ihr gerne jetzt nochmal in den Chat schreiben, in euch gehen. Vielleicht prophylaktisch irgendwas fragen, falls ihr jetzt gerade nicht live mitgemixt habt, was ihr gleich fragen könnt oder so, was euch gleich an Fragen aufkommen können. So, wie gesagt, im Anschluss an den Stream wird der auch zügig wieder bei drin geblieben zur Verfügung sein und wir laden das Ganze jetzt auch schnell bei YouTube hoch, sodass ihr nochmal nachgucken könnt und nachmixen könnt oder an einem anderen Tag einfach nochmal mixen könnt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Nächste Woche hier mit dem anderen Stream-Modell, wie eben kurz angekündigt, als kleines Food-Pairing-Special mit der Leonie von A la French. Ich habe es bestimmt doof ausgesprochen, aber naja, nächste Woche werden wir auch im Wesentlichen auf Englisch uns unterhalten, aber immer auch wieder ins Deutsche übersetzen, sprich ihr könnt zum einen natürlich zuschauen, wenn ihr dem Deutsch nicht so gut mächtig seid und englischsprachige Freunde habt, ist das vielleicht die Gelegenheit. Zum anderen könnt ihr natürlich trotzdem zuschauen, wenn ihr nicht so gut Englisch könnt. Also keine Sorge, das kriegen wir schon hin. An dieser Stelle würde ich sagen, letzte Möglichkeit für Fragen.
Nein, keine Fragen. Ich denke, dass viele noch am zweiten Cocktail hängen und damit gut beschäftigt sind und gleich zum nächsten übergehen. Ich habe meine noch nicht geschafft. Nee, ich auch lange noch nicht. Gut, dann würde ich sagen an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. In 2 Wochen geht es dann weiter mit 3 neuen Cocktails, die ich gerade nicht im Kopf habe, aber ab morgen auch verfügbar sind auf der Homepage. Und dann könnt ihr euch da auf das nächste Cocktail-Special freuen. Nächste Woche mit dem Atelier-Aperitif und in 2 Wochen wieder on air. Dann bis zum nächsten Mal. Thank you.